Ich verlasse Kiew Richtung Nordosten. 30 Kilometer außerhalb liegt Hostomel, eine kleine Stadt mit großem Airport. Auf den Straßen sehe ich viel Militär, Checkpoints, zerstörte Häuser. Die Vororte waren in den ersten Wochen des Krieges heftig umkämpft. Hier fand sie statt, die Schlacht um Kiew. Wir fahren zum Airport. Das erste, was ich sehe, ist das Gerippe eines gewaltigen Flugzeugs. Auf dem Rollfeld treffe ich Volodymyr. Er war hier im Dienst, als der Krieg begann. Am 24.02. etwa um 12 Uhr am Tag haben wir den Lärm von Hubschraubern gehört und hier sind russische Landungstruppen angelandet. Warum ist der Flughafen so wichtig? Durch die Einnahme des Flughafens wäre es möglich gewesen, schnell Technik und russische Truppen zu transportieren, um auf das Territorium der Ukraine eindringen zu können. Bei den heftigen Kämpfen wird Mirja, der Stolz der Ukraine, das größte Flugzeug der Welt, völlig zerstört. Volodymyr nimmt uns mit zum Tower des Flughafens, seinem alten Arbeitsplatz. Der 51-Jährige war hier Chef der Lotsen. Früher war hier alles schön. Alles war schön und sauber. Es war hell hier. Und was passiert jetzt? Dieses Gebäude wird höchstwahrscheinlich komplett abgerissen. Denn es ist fast unmöglich, das wieder aufzubauen. Einen Monat lang kämpften Russen und Ukrainer hier, bis nur noch Trümmer, Tod und Staub blieben. Tausende Patronenhülsen zeigen, wie massiv die Schlacht war. Die Minen wurden zwischenzeitlich geräumt. Zwischen all dem Schutt finden wir trotzdem überall noch Spuren der russischen Soldaten. Das ist auch von den Russen? Ja, das ist eine Essensration von den Russen. Wir klettern auf den Tower. Von hier oben wird die strategische Bedeutung des Flughafens klar, die Nähe zur Hauptstadt. Von hier hatten wir einen tollen Blick auf Kiew, Irpin, Butscha. Waren Sie im Bunker damals? Ja. Als wir einmal rausgingen, haben wir Russen gesehen, von Angesicht zu Angesicht. Hatten Sie Angst? Klar, sie haben gesagt, haben Sie keine Angst, wir sind gekommen, um Sie zu befreien. Wir haben gefragt, wovon Sie uns befreien wollen. Denn faktisch hat man uns vom guten Flughafen befreit, von hervorragenden Flugzeugen. So ist anscheinend die russische Welt. Die befreien Leute von allem, was sie lieben. Von allem befreit zu werden, was ihnen wichtig ist, das mussten auch die Anwohner direkt neben dem Flughafen erleben. Ich treffe die 73-jährige Nadia Koslova in ihrem zerschossenen Häuserblock. Hier wird gerade humanitäre Hilfe gebracht. Die Leute brauchen warmes Essen, weil sie keine Möglichkeit haben, etwas zu kochen. Die Häuser sind zerstört. All die Leute hier mussten aus diesen Häusern raus. Aus denen, die gebrannt haben, da ist alles verbrannt. Einige Leute verließen die Stadt, dann sind sie zurückgekommen und da ist nichts mehr. Viele Menschen schämen sich. Auch Nadia fühlt sich wie eine Bettlerin, seit vor allem Tschetschenen in Hostomel wüteten. Das hier ist unser Haus. Ich kann Ihnen den Keller zeigen, wo wir gesessen haben. 38 Tage lang. Ohne Wasser, ohne Brot. Die schlimmsten Wochen ihres Lebens erlebte sie hier. Eingepfercht in zwei dunklen Kellerräumen. Mehr als 100 Leute waren hier. Hier saßen die Leute. Wir saßen auf den Röhren. Jetzt ist hier alles aufgeräumt. Damals saßen hier überall Leute. Auch hier. Da haben wir auch geschlafen. Es gab auch ein kleines Mädchen, 4 Monate alt. Sogar Kinder? Ja, 8 Kinder. Sie waren 6, 8, 10 Jahre alt. Und was haben Sie die ganze Zeit gemacht? Wir versuchten, am Leben zu bleiben. Die Tschetschenen kamen hier rein, alle mit Masken und Maschinengewehren. Stellen Sie sich das vor. Klar, wir hatten Angst.
Alle Telefone wurden uns weggenommen. Anderthalb Monate waren wir nicht erreichbar. Und jetzt, was denken Sie über den Krieg? Was kann ich davon halten? Der Krieg ist das Böse. Er hat allen Not und Leid gebracht. Das ist einfach nicht normal, dass sowas im 21. Jahrhundert passiert. Den Glauben an eine Zukunft aber hat sie nicht verloren. Die Schlacht von Hostomel haben die Ukrainer am Ende gewonnen. Und in der Diasstraße gibt es einen Lichtblick. Direkt nebenan entstehen auf den Trümmern neue Wohnblöcke für die Opfer des Krieges.